Hier ist das SKB-Journal am Donnerstag und das sind die Themen. Beschlossene Sache, Neuordnung der Parkgebühren in Brandenburg an der Havel. Wie geht es unseren Wäldern? Waldspaziergang mit kommunaler Forstverwaltung. Und wie immer am Donnerstag die Veranstaltungshinweise für das kommende Wochenende. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie zu den aktuellen Nachrichten recht herzlich begrüßen. Das Leben im Allgemeinen wird teurer. Warum sollen da die Parkgebühren in Brandenburg an der Havel eine Ausnahme machen? Die Stadtverordnetenversammlung ist am Mittwoch einem Vorschlag der Stadtverwaltung gefolgt und hat die neue Gebührenordnung zum Parken hier in Brandenburg an der Havel abgesegnet. Obwohl nun endgültig auf den Weg gebracht, stößt das neue Parkraumkonzept bei vielen Stadtverordneten noch immer nicht auf viel Gegenliebe. Das wurde bei der Sitzung am Mittwoch deutlich. Eigentlich sollte es da ja nur um die Absegnung der künftigen Parkgebühren gehen. Doch erwartungsgemäß nutzen viele Stadtverordnete das Thema für Grundsätzliches. Die Vorlage insgesamt kann nicht überzeugen und auch in der Diskussion in den Ausschüssen hat sie nicht überzeugt. Wenn man sich am Ende sogar die Pittoreske anguckt, dass es günstiger ist für einen Innenstadtbewohner zukünftig in den Park- und Reitplätzen eine Tageskarte für die Benutzung der Straßenbahn und des Busses zu kaufen, auch wenn man kein Auto abstellt, als eine Tageskarte zu kaufen in Bus oder Straßenbahn am Automaten, dann ist das genau das, was Sie der Linken vorgeworfen haben, als es um Parkraumkonzept und Verkehrsentwicklungsplan gab, nämlich eine Subventionierung des Autoverkehrs und ein faktischer Schwarzmarkt für Tageskarten im Netz der Verkehrsbetriebe. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn jemand mal schaut, die Preise sind die gleichen. Also da hätte ich mir doch vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass Parkhaus des Betreibers in der Sankt-Ann-Straße doch etwas attraktiver zu gestalten und unsere Preise etwas höher, dass man das nutzt und dort eine Entlastung schafft. Ich sehe erhebliche Probleme auf die Stadt zukommen. Sie betreffen insbesondere aus meiner Sicht drei Kategorien von Bürgern. Das sind einmal die, die einen Gewerbeparkausweis haben. Das sind außerdem die, die einen Bewohnerparkausweis haben. Und das sind Bürger, die kurzfristig mal auch die Zone 1 aufsuchen müssen, warum auch immer, und dann eben für sich keinen Platz mehr finden werden. Wir hatten damals zum Beispiel vorgeschlagen oder auch zu Bedenken gegeben, dass Anwohner, die zu Hause tagsüber, wenn sie ihr Auto stehen lassen würden, Parkgebühren bezahlen müssen, und wenn sie dann aber mit dem Auto zur Arbeit fahren würden, anstatt mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, dann würden sie wahrscheinlich auf ihrem Betriebsgelände frei parken können. Und deswegen ist meiner Ansicht nach auch in den Kernzonen für die Bewohner grundsätzlich das Parken freizuhalten. Wenn wir das nicht tun, werden wir also nicht etwa Verkehr vermeiden, sondern wir werden zunehmenden Verkehr haben. Unmut gab es auch über die künftigen Parkkosten für Anwohner. Denn für das nötige Anwohnerparkticket werden Gebühren fällig. Wofür werde die Stadt diese Mehreinnahmen verwenden, wollte ein Stadtverordneter wissen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber Sie zahlen als Anlieger oder als Anwohner nichts für das Parken, sondern Sie zahlen für den Verwaltungsaufwand für diese Karte. Und diese Karte schafft Ihnen auch keinen Parkplatz, klingt jetzt auch blöd, aber es ist so, sondern es ist quasi, ich übersetze das immer mit der Teilnahmeberechtigung an der städtischen Parkplatzlotterie. Also Sie kriegen damit keinen Parkplatz, sondern Sie kriegen eine Karte, wo Sie dann, wenn was frei ist, sich hinstellen dürfen. Größter Streitpunkt der nächsten Monate dürfte aber das Brandenburger Theater werden. In dessen Umfeld dürfen künftig bekanntlich nur noch Anwohner parken. Die Probleme scheinen vorprogrammiert. Die Sprecherin des Seniorenbeirats hat im Bildungsausschuss angemerkt, dass bereits einige ältere Seniorinnen und Senioren ihr Abonnement für Sinfoniekonzerte zurückgegeben haben, weil die Parkplatzsituation unheimlich schwierig geworden ist rund ums Theater. Also unsere eigene Theater GmbH kriegt möglicherweise ein Problem und sollte weiter jetzt darüber nachgedacht werden. Herr Brandt, ich habe mich gefreut, dass Sie den Gedanken aufgenommen haben. Bitte da eine Lösung für das Theater finden, sonst brechen uns möglicherweise die Besucher weg. Danke. Würde ich vielleicht mal in Erwägung ziehen, für die Theaterbesuche zu optionieren, den Wiesenweg dahingehend zu nutzen, vielleicht für die Theaterbesuche dann auch vielleicht einen Pendelbus einzurichten oder auch nochmal zu prüfen, ob die Wobra-Parkplätze für diesen Zeitraum in irgendeiner Form geöffnet werden könnten, um dort auch noch Stellmöglichkeiten, insbesondere dann zu Theaterzeiten, möglich zu machen.
Das Problem ist lange bekannt, doch eine tragbare Lösung ist nicht in Sicht. So werden nun sogar die wenigen hauseigenen Parkplätze am Brandenburger Theater selbst zum Thema gemacht. Auch am Theater stehen im Grundsatz eine Menge Parkplätze leer. Und ein Teil dieser Parkplätze ist vermietet. Und dann muss erstmal das Theater selbst da sozusagen für Klarheit sorgen, an wen sind da Parkplätze vermietet worden. Kann man aus diesen Verträgen raus und die den Besuchern des Theaters zur Verfügung stellen. Weitaus weniger problematisch bewertet Oberbürgermeister Scheller die Situation. Gegenwärtig stark genutzte Parkgebiete der Theaterbesucher seien von den neuen Parkzonen kaum betroffen. Das, was sich verändert, das ist insbesondere auch eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der Anwohner von der Havelstraße, die heute nämlich gar nicht mit dem Theaterbesucher um Parkplätze konkurrieren, sondern im Wesentlichen mit dem, der in der Innenstadt arbeitet. Der fährt dorthin, stellt sein Auto dort ohne irgendwelche weiteren Dinge ab und blockiert diesen Stellplatz. Doch ob Anpassungsbedarf oder nicht, eine Umsetzung ist zeitnah schwer zu machen. Das machten die Stadtoberen unmissverständlich klar. Wir werden innerhalb der jetzt anstehenden Beschlusslage auch keine Lösung fürs Theater kriegen. Es muss dann innerhalb des Theaters nach einer Möglichkeit gesucht werden. Dazu will Herr Dr. Erlebach gegebenenfalls noch was sagen. Aber wir werden die Beschilderung so vornehmen, wie im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehen. Und das sieht im Theaterquartier vorbehaltlich einer geänderten Beschlusslage Anwohnerparken vor. Die Umsetzung dieser Pläne ist seit Mittwoch ein Stück näher gerückt. Die Parkgebührenordnung fand mehrheitlich die Zustimmung der Stadtverordneten. Gegenstimmen, Enthaltungen. Charlies Tante, eine sagenhaft unterhaltsame Komödie, ein Schwank von Brandon Thomas. Die Studenten Jack und Charlie verbringen ihre Sommertage am liebsten im Garten. Sie sind jung, aus guter Familie und leben in Oxford. Haben einen Gärtner namens Brassett, aber nie Geld. Sie sind verliebt in Emmy und Kitty. Die beiden wissen davon aber gar nichts. Doch die Rettung naht. Charlie kriegt ein Telegramm aus Brasilien, in dem kündigt seine Tante ihren Besuch an. Sie soll sagenhaft reich sein und außerdem einen Erben suchen. Die beiden jungen Männer haben einen Plan. Wenn die Tante da ist, wollen sie Amy und Kitty einen Heiratsantrag machen. Dumm nur, dass die reiche Tante nicht kommt. Kurzerhand wird der Gärtner Brassett in Frauenkleider gesteckt und Amy und Kitty als Charlies Tante präsentiert. Alle sind entzückt von der falschen Tante. Besonders Jacks Vater, der will die Travestietante gleich heiraten. Ich habe noch nie einen Heiratsantrag von einem Mann bekommen. Das ist mal was anderes. So, Lucia, Sie sind eine tolle Frau. Langsam glaube ich selber. Doch als die echte Tante dann doch noch auftaucht, scheint das Unheil seinen Lauf zu nehmen. Freuen Sie sich auf Star-Comedian Kalle Pohl in der Idealbesetzung der Tante, Charlies Tante. Einer der größten Theatererfolge aller Zeiten. Lachen bis zum Abwinken. Inszenierung Jan Bodinus, eine Aufführung der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig am Dienstag, dem 30. April um 19.30 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters. Tickets wie immer an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen.
Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wie geht es dem Märkischen Wald? Schlagwörter wie hohe Waldbrandgefahr, Trockenheit oder auch Dürreschäden wirken da schon sehr beunruhigend. Deshalb hat die kommunale Forstverwaltung zu einem Waldspaziergang eingeladen, um die Problematik aus deren Sicht zu erläutern. Beim Internationalen Tag des Baumes werden in Städten und Kommunen symbolisch Bäume gepflanzt. Auch in der Havelstadt kennt man diese Tradition. Der Stadtförster Thomas Meyer möchte diese Tradition wieder stärker beleben. Eine alte Tradition hier im Stadtwald wieder neu aufleben zu lassen. Zwar wurde früher immer der Baum des Jahres gepflanzt am Tag des Baumes. Das ist heute der Tag des Baumes. Und diese Tradition, die wollen wir wieder neu aufleben lassen und dazu dann auch gerne Bürger, Presse und Vertreter der Stadt einladen. Gepflanzt werden soll die Flatterulme. Sie wurde nicht nur ausgewählt, weil sie Baum des Jahres ist. Die Flatterulme ist auch ein sehr robuster Baum, der gut in unsere Gefilde hineinpasst. Beim Spaziergang zur Pflanzstelle erklärt Thomas Meyer die Auswirkungen der Trockenheit im letzten Jahr. Viele Bäume sind geschwächt und das führt dazu, dass sie besser von Pilzen befallen werden können. Wir haben dieses Jahr massive Probleme durch das letzte Trockenjahr hier im Stadtwald. Die Bäume sind geschwächt und ein Pilz, der sogenannte Diplodia-Pilz, der kann diese geschwächten Bäume angreifen und zum Abtrocknen bringen und somit zum Absterben bringen. Wir machen also dieses Jahr im Stadtwald ausschließlich Zwangsnutzungen von absterbenden oder abgestorbenen Bäumen. Wir machen keine Regeldurchforstungen. Thomas Meyer ist erst seit gut einem Monat im Einsatz. Dennoch steckt er schon voll im Job. Seine Tätigkeiten sind dabei sehr vielfältig. Verkehrssicherungstätigkeiten, wie mein Kollege der Ballerstedt vorhin schon erläuterte. Wir haben 122 Kilometer Straße in unserem Waldgebiet, Straße und Schienennetz, und die wir praktisch sichern müssen, dass die Autos, Straßenbahnen dort vernünftig fahren können. Wir sichern die Wanderwege vor absterbendem Holz. Dann machen wir natürlich die Waldbewirtschaftung. Wir kümmern uns um die Waldverjüngung, um die Kulturpflege, um die Jungbestandspflege. Am Ende des Spaziergangs wartete dann auch schon die Flatterulme, natürlich vorbereitet durch die Forstarbeiter. Aber die symbolische Schippe Rindenmulch muss trotzdem sein. Thomas Meyer wird nun die nächsten 4 Jahre immer wieder nach der Ulme schauen müssen. Mit dem Waldspaziergang am Tag des Baumes hat Thomas Meyer nicht nur seinen Einstand zum Stadtförster gehabt, er hat auch noch eine alte Tradition wieder neu aufleben lassen. Und wie an jedem Donnerstag folgen jetzt die Veranstaltungshinweise für das kommende Wochenende und natürlich ganz oben in der Rangfolge das Baumblütenfest in Werder. Seit 140 Jahren gibt es das Baumblütenfest nun schon. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Highlights zu sehen, zu hören und zu trinken. Das Obstweinfest fängt traditionell mit dem Festumzug an. Die Eröffnung findet statt, sobald der Umzug den Markt erreicht hat. Anschließend sorgen auf 3 Bühnen und vielen weiteren Plätzen Musiker und DJs für einen ordentlichen Einstieg. Die Billard-EM ist wieder in Brandenburg an der Havel. Schon seit Wochen zieht die Billardstraßenbahn ihre Kreise und nun ist es soweit. Am 27. April, also diesen Samstag, gibt es ab 18 Uhr eine Eröffnungsfeier, auch wenn die ersten Spiele schon für den 25. April angesetzt sind. Zur Abschlussfeier am 5. Mai stehen die Türen des Stahlpalastes jeden Tag für Besucher offen. Der Eintritt ist frei. Im Marienbad ist mal wieder Wohlfühlen angesagt. Samstagabend von 18 bis 23 Uhr gibt es hier Wild West Feeling. Mit dabei ist Hufeisen, die Country- und Oldies One-Man-Show. Und am Sonntag veranstaltet das Archäologische Landesmuseum noch eine kostenlose Sonderführung durch ihr Haus. Dabei wird es vor allem um die Zeit des Neolithikums gehen. Also die Zeit, in der die Menschen zum ersten Mal sesshaft wurden und mit Ackerbau und Viehzucht anfingen. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Für den Museumsbesuch muss ein kleiner Eintritt bezahlt werden.
Und damit sind wir beim Wetter, meine Damen und Herren. Nach dem Kaiserwetter am Donnerstag sind die Aussichten für die folgenden Tage leider nicht so gut. Am Freitag ist es zunächst heiter und sonnig. Im Tagesverlauf bestimmen dann immer mehr Wolken das Geschehen. Lokale Schauer und auch Gewitter sind möglich. Am Tag erreicht das Thermometer 25, nachts 13 Grad. Am Samstag ist es überwiegend bewölkt, wenig Sonne. Zeitweise kann es regnen, aber auch gewittern. Es gibt einen Temperatursturz. Am Tag nur noch 17, in der Nacht 10 Grad. Und am Sonntag wird es wieder freundlicher und es bleibt trocken. Allerdings wird es mit 17 bzw. 8 Grad in der Nacht recht kühl. Soweit die Aussichten und die Nachrichten, meine Damen und Herren. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen noch einen guten Tag und auf Wiedersehen.